Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Wario Land, Super Mario Land 3. Im letzten Part haben wir hier in Parsley, wo spricht man das überhaupt so aus, weitergemacht, sind jetzt hier kurz vor dem Ende, sage ich jetzt schon, und ich habe offscreen ein bisschen Geld gefarmt. Wir haben jetzt maximales Geld, und warum haben wir maximales Geld? Damit wir Caillou etwas Wundervolles kaufen können. Oh, so, so. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch so gesagt. Das Geld haben wir nur für dich. Ich zeige dich mal kurz hier. 99.999, das bedeutet, wir können Caillou etwas wundervolles kaufen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Nur für sie. Aha. Weil Caillou. So bin ich zu dir, und das, obwohl du mich die ganze Zeit mobbst. Das mob, machst mob, du mob. Jetzt nur, damit ich nett zu dir bin, diesen Part. Nein, nein. Niemals. Ich finde diese Züge richtig cool. Und ich finde die Musik ziemlich cool. Bestimmt. Mittlerweile, muss ich sagen. Am Anfang fand ich sie sehr, sehr komisch. Ja? Ja. Weil es irgendwie eine Art Friede, Freude, Eierkuchenmusik ist, aber doch irgendwie hektisch und schnell und ach, keine Ahnung. Aber irgendwie finde ich sie halt doch jetzt irgendwie mittlerweile echt irgendwie cool. Ich mochte mal diese Zugwelten. Ja, du, solche Welten magst du so oder so. Ziemlich. Ja. Oh, du Wichser! Ich bin bei denen immer volle Kanne überfordert. Die sind auch echt nervig. Du kannst halt nicht ordentlich draufspringen und irgendwie musst du auch Sicherheitsabstand gewähren. Hasi! Entschuldigung. Elchi. Keine Ahnung. Als Kind war das für mich immer ein Elch, obwohl das kein Elch ist. Aber egal, das Thema hatten wir schon. Lassen echt wir jetzt? Kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, dass wir findest das schon mal du auch, hatten? Dass diese komischen Enten wie Donald Ducks aussehen? Ja, irgendwie schon. Nur als Pirat getarnt. Ja. Ein Piraten-Donald. Sehr geil. Piraten-Donald! Und Monobraue. Wieso Monobraue? Naja, gut, nicht ganz, aber die sind schon ziemlich lustig. Ach, du meinst diese... Ah, ich weiß. Oh, nein, nein, das ist mir doch ein bisschen zu kritisch. Herz! Doch nicht. Brauche ich auch nicht, aber... So, Ente mal kurz wegtackeln. Muss das sein. Ente, 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 Ente. Schnauze. Es ist so dumm. Es ist richtig dumm. Ja. So dumm, dass es irgendwie doch nicht mehr dumm ist. Doch, das ist eine... Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass das kommt. Was? Dass du jetzt doch sagst. Hä? Hä? Wie, hä? Was laberst du? Ah, da kommst du nicht mehr mit, ne? Nein. Aber ich habe ja letztens gelernt, dass Männer kein Gehirn haben. Ja, also. Das ist ja nichts Neues bei uns. So. Also mit diesem Flieger kannst du ja echt durch die Welten rushen, ne? Ja, ich mag Hasi auch. Hasi ist toll. Oh, ist das nicht schön. Du hast umsonst Geld gesammelt. Ja, das wird aber alles auf ein spezielles Sammelkonto gut geschrieben. Und zwar das Caillou ist toll Sammelkonto. Da wird noch mehr Geld gesammelt, damit wir dir ein noch schöneres Haus bauen können. Mhm. Haus bauen klingt gut. Natürlich ist dieses Haus direkt an einem Naturschutzgebiet. Ui, das ist schön. Selbstverfreilicht. Für Caillou dann nur das Beste. Nein, nein, oh, ich wollte Hasi behalten. Ich hab Hasi nicht mehr. Gib mir mein Hasi wieder. Hey, jetzt hast du halt Wikinger. Ja, aber Hasi ist auch toll, aber... Wikinger ist auch toll, aber Hasi ist halt einfach Hasi. Ich meine, es ist Hasi. Ja, ich verstehe. Und ich mag Hasi. Aber vielleicht bekomme ich ja noch meinen. Ah, ich freue mich schon auf die letzte Welt. Weil letzte Welt oder weil da irgendwas Besonderes war? Weil ich den Endboss mag. Ach so.
Ich liebe den. Ich finde den so cool. Der ist auch wirklich geil. Einer der besten Endbosse, die ich... Hey! Warum bin ich jetzt getroffen worden? Weil du wieder... du hast aufgehört, dich zu ducken. Ja, ich habe die ganze Zeit nach unten gedrückt. Ja, anscheinend ja nicht. Aber das ist... Aber guck mal, jetzt kriegst du... Das ist öfter Dino. Im Spiel. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass, glaube ich, einfach mein Gamepad nicht mehr das Beste ist. Das kann sein. Das würde auf jeden Fall viel erklären. Warum er zum Beispiel auf einmal aufhört, sich zu ducken, wenn ich nach unten drücke. Wie? Oder warum er nach oben geht, wenn ich nach rechts drücke. Ist das echt so? Ja, ohne Witz jetzt. Ab und zu ist es so. Nicht immer. Aber weißt du, das wirkt halt auf uns wie so eine Ausrede. Ja, ich weiß, dass es auf euch wirkt wie eine Ausrede. Das ist mir auch... Ach, scheiße. Das ist mir auch komplett klar, dass es auf euch wirkt wie eine Ausrede. Das ist mir auch relativ Tomatencremesuppe. Oh Mann. So, kurz groß werden. Oh, Boss-Time. Hallo, Geist! Ey, ey, ey! Ey, hallo? Ah, ich dachte nicht berühren, ich merk schon. Ich merk schon. Sag mal. Hä? Irgendwas... Was denn? Dass du den Geist nicht gut siehst? Nee. Ich hab so komische Hintergrundgeräusche. Ich weiß nicht, ob das bei mir ist oder ob das bei dir ist oder... Ich würde glaube weniger, dass du von mir irgendwelche Hintergrundgeräusche ja, ich glaub hast. Auch. Naja, was soll's. Alter, was mir aber gerade übelst auf den Sack geht, ist dieses übelste Flimmern von diesem Boss. Flimmern? Ja, der flackert die ganze Zeit hin und her. Oh Gott, das geht mir sowas von auf den Piss. Da kriegt man den epileptischen Anfall. Also ich finde auch, dass dieser grisselige Hintergrund wirklich nicht unbedingt sein muss. Das ist das nächste Problem, ja. Vor allem wie der Boss halt die ganze Zeit flackert. Du flackerst. Oh Gott, da tun er mir die Augen weh. Ich meine, ja, so einen Effekt macht man jetzt, weil es ist ein Geist und gruselig. Ach komm, den habe ich doch getroffen. Scheiße. Eieieiei. Gott, das Flimmern, das geht einem ja übelst auf die Augen. Also das hätten sie sich echt sparen können. Dieses Flimmern. Das ist ein bisschen, ja, viel, meiner Meinung nach. Nochmal bezüglich des Trackpads, wie sieht das denn aus? Du sitzt jetzt am PC und spielst. Hä, was? Was? Du sitzt am PC und spielst Wario Land, richtig? Ja. Und dazu, wie sieht so ein Trackpad aus? Was ist ein Trackpad? Hast du das nicht gesagt? Hä? Was ist ein Trackpad? Was willst du gerade von mir? Hast du nicht gesagt, dein Trackpad ist kaputt? Mein Gamepad! Ach so! Ich denke so, was willst du von mir? Was ist ein Trackpad? Oh Mann! Okay. Also so ein Controller oder was? Ja. Ein Controller, so kann man es auch sagen. Aber die sind noch nicht so teuer, dann kauft ihr doch einfach ein neues. Sie sind noch nicht teuer. Ich bin übrigens froh, dass ich jetzt mit dem Dino bei dem Boss bin, weil jetzt werde ich den eiskalt verbrennen. So, jetzt komm her, du Wichser! es ist ein Geist. Ich glaube, das tangiert ihn, Peri. Hey! Na toll. Was machst du denn da? Ja, er hat mich getroffen. Ich hab gemeint, ich kann ihn verbrennen. Hat ja super geklappt. Ja! Es tut mir leid, Frau. Ach, ich spiel viel besser als du. Ja, schade. Ich würde dich wirklich gerne mal battlen. Aber ich weiß nicht, womit und ich weiß nicht, wie. In Overwatch. Ah! Oh ja, unbedingt. Ah! Alter, der Boss, der mischt mich ja volle Kanne auf. Was ist los mit dem? Naja, ich meine... Können ja nicht alle so easy peasy sein wie Popelmonster. Ja doch, warum nicht?
Ja, wäre ja langweilig. Naja. Ja, spielt einer von euch Overwatch? Ich suche noch Leute, mit denen ich zusammenspielen kann. Nein, Kaio, keiner will mit dir spielen. Ist auf Dauer langweilig, alleine zu spielen. So im Team ist echt geiler. Ich brauche Overwatch-Freunde. Sie ist süchtig, meine Freunde. Tut doch etwas. Tut etwas gegen ihre Sucht. Gar nicht. Nur ab und zu mal. Ja, ja, ist okay. Also ihr müsst bedenken, die Definition von ab und zu muss man halt dann irgendwie, ja, in Kaios Definition fassen. Das bedeutet... Du Wichsgriffel da oben! Alleine Wichsgriffel. Oh. Da trifft er mich nochmal. Alter, der Geist, der macht mich übelst fertig. Ja, dann mach du doch mal den Geist fertig. Ja, toll, das hat er mich schon wieder Alter, der regt mich auf. Alter, der macht mich übelst nass. Aber wie? Boing, boing, boing. Wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Ich habe das Gefühl, ich check den Boss nicht. Ja, was ist das denn? Ich habe echt das Gefühl, ich check den Boss nicht. Endlich mal irgendwie eine Herausforderung für dich in diesem Spiel. Wird ja mal Zeit, ne? Ja, ich kapiere nicht, warum ich dem keinen Schaden mache. Das ist das Problem, weißt? Mir geht es nicht darum, dass ich die ganze Zeit verliere, doch, darum auch, aber mir geht es eher darum, ich check den echt nicht. Ja, ich weiß doch gar nicht, was du da, was machst denn du da eigentlich? Ja, genau. Keine Ahnung, ich stehe vor dem Boss und hol mir halt einen runter. Ich glaube, du musst einen von den kleinen Geistern nehmen und auf den Boss schmeißen. Ja, das mache ich doch die ganze Zeit. Nicht wirklich. Ja doch, aber das macht irgendwie keinen Schaden. Irgendwie ist der Boss unverwundbar und keine Ahnung. Ich glaube, der Boss ist ein Asylant. Und deswegen darf ich ihn nicht angreifen. Hallo Boss, ich möchte mal bitte dein Deutschlandvisum sehen. Ja, das regt einen so auf. Nicht getroffen. Da, ich hab ihn angeworfen, aber irgendwie. Irgendwie. Oder musst du dich auf ihn draufstellen? Ich hab keine Ahnung. Warte mal. Kannst du dich. Hä? Kann man auf den drauf springen? Müsste ich mal ausprobieren. Weißt du, wenn er so hoch und runter und hoch und runter geht. Weil der hat so einen platten Kopf, der so aussieht, als könnte man drauf springen. Die Idee ist gar nicht so verkehrt. Hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können, denn ganz ehrlich, so hat man bis jetzt jeden Gegner besiegt. Echt? Ja. Man ist auf seinen Kopf drauf gesprungen. Oh, ernsthaft. Ja, irgendwie ja schon. Weißt du, du spielst die ganze Zeit das Spiel und ich guck mir das einmal an und sag das so nebenbei. Ja, dann hättest du das auch einfach früher sagen können. Du bist hier die... Ey, Moment mal, Kaio, eins musst du bedenken. Du bist hier der Mensch mit Hirn. Ja, aber komm, du spielst und ich guck zu. Du bist hier der Mensch mit Hirn. Hallo? Das kann doch sein, dass es das gar nicht ist. Das war nur so ein Einwurf. Trotzdem, du bist hier der Mensch mit Hirn, nicht ich. So ein Quatsch. So, und... Du musst auf diese scheiß Münzenviecher aufpassen. Sobald die runterfallen, gehen die sofort in deine Richtung und spießen dich auf. Die wollen mich abstechen. So, jetzt müsst ihr wieder drei schmeißen. Zack. Zack. Nein. Hä? Ich habe keine Ahnung, warum ich mit Schaden gemacht habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist auf ihn draufgesprungen. Nein, ich habe ihn abgeschmissen. Da und jetzt wieder keinen Schaden. Hm.
Ich habe eine kleine Theorie. Die da wäre? Ich bin tot, ich weiß aber nicht warum. Ja, weil das Viech dich mit der Spitze getroffen hat. Ja, ich bin aber auf ihn gesprungen. Alter, der Boss, der macht mich volle Kanne nass. Ja. Alter, was würde ich denn machen, wenn ich mir jetzt nicht die ganze Zeit sein Leben gecheatet hätte? Alter, der Boss ist kacke. Was passiert eigentlich, wenn du Game Over gehst hier in dem Spiel? Bitte? Was passiert, wenn du Game Over gehst in diesem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Weiß das nicht mehr. Ich bin noch nie Game Over! Erst schießen sie einmal, dann schießen sie zweimal, das nächste Mal schießen sie einfach dreimal, ist okay. Das erinnert mich an das Jahr 2 und zwickig. Was? Ja, da wurden wir auch von 5 Asylanten auf einmal verfolgt. Das waren noch Zeiten. Da hatten wir auch diese komischen Wolken, die fünfmal hintereinander einen Blitz abgeschossen haben. Das war vollkommen legitim damals. Ich weiß es noch ganz genau. Und wir sind dann immer abgehauen, wenn der Kanarienvogel tot war. Weil dann wussten wir, hier ist Gas. Im Endeffekt hat nur Jürgen gepupst. Nur sein Pups war halt einfach so schlimm wie Gas. Oh. Hast du eine Ahnung, wie mir das hier gerade auf den Sack geht? Ja, das hört man an deiner Verzweiflungsgeschichte. Oh, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Scheiß? Oh, wie mir der Rotz hier gerade auf den Sack geht. Aber sowas von, ey. Verpiss dich, Scheißwolke. Fettsack. Und du lach mich nicht so blöd an. Hier mit deinem Scheißkoffer oder was du da noch vorhast. Keine Ahnung. Was hast du da eigentlich drin? Almosen. Ja, was schmeißt du denn da schon wieder nach mir hier? Da, guck mal, ich schmeiß es an dir. Ich hab keine Ahnung, warum ich dich getroffen hab. Wahrscheinlich habe ich irgendwie deinen wunden Punkt getroffen, den damals die Russen bei dir verursacht haben, wo sie in dein Haus einmarschiert sind und alle Leichen unter deinem Friedhof begraben haben. Keine Ahnung, warum der eine Teil da jetzt gestorben ist. Komm, schmeiß mich noch ab. Ja, genau. Komm, schmeiß mich ab. Ich stehe drauf. Schmeiß mich ab. Komm, ich will das richtig hart. Oh, ist das geil. Ja. Es ist geil, wenn du mich aufspießt. Oh. Wie wär's denn einfach mal, wenn du nicht hochspringst, wenn die Viecher... Weißt du? Oh ja, das ist eine super Idee. Das nächste Mal, wenn die Viecher kommen, mache ich einfach nicht hochspringen, damit ich am Boden bleibe und sie mich da treffen. Das ist eine ausgezeichnete Idee, Kai. Das ist doch Gott, gib mir das Spiel auf den Sack, ey. Oh, wie aggressiv du gerade bist. So, und du verpisst dich mal mit deinen da. Ja, genau, komm mit deinen Stacheln her. Ramsi mir, ja, genau, mach irgendwie noch einen Bodyslam auf den Boden. Da, komm her mit deinen Stacheln. Ja, schieß nach mir. Das ist geil, ja, genau. Siehst du, jetzt hat er dreimal geschossen. Ich brauch sowieso neuen Strom für meine Batterien. Für meinen Vibrator. Hallo, lieber Geist. Ja, ich zittere vor Angst. Weil du mich so geil machst. Ja, genau. Spieß mich auf. Das macht mich geil. Ja, gib mir deinen harten Sack. Spieß mich mit deinem harten Zeug auf. Das gefällt mir. Gott, geht mir der Boss auf den Sack. Aber sowas von. Jetzt trifft er mich doch eh. Oh ja, genau. Lähm mich. Ja, genau. So macht das Spaß. Oh, ja, genau. Ja. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass das Spiel gerade übelst auf den Sack geht? Ich glaube, das brauchst du gar nicht sagen. Das kriegt man schon so mit. Meinst du? Bist du dir da ganz sicher, Caillou? 1000%ig sicher. Ja, genau. Am besten springen wir gar nicht, wenn ich springen drücke. Denn das ist ja überbewertet. Denn ich mache ja eh nur Scheiße. Denn wenn ich sage springen, dann musst du natürlich nicht springen. Es reicht, wenn du dich dann voll Kanne duckst und am besten auch dein Arschloch spreizt, damit dir irgendwelche Stacheln in das Arschloch geschoben werden. Oida. Ist das ein Rotz? Da geh weg, ich verbrenn dich. Ja, und das sind Stahlstacheln. Ja, genau.
Und am besten ramme ich sie mir noch mal hinten rein, weil es so schön war. Ach ja. Meine Hämorrhoiden werden auch zart, du sagst besser. Hallo, Wolke. Du hast irgendwie so einen Buddha-Gesichtsausdruck. So. Hallo, Geist. Ja, genau. Hier, machen so einen komischen Geist auf mich. Ist okay. Ja, jetzt macht ihr... Ja, genau, der trifft mich immer. Immer. Dieser Geist hat mich noch nie nicht getroffen. Noch nie. Ich glaube, das ist so ein Homing-Missile-Geist. Kann es sein? So 100% Trefferchance. Oh ja, das ist geil. Natürlich erwische ich dann keinen Geist. Jetzt schmeißt ihr eh wieder einen Geist. Das ist geil. Ach, dieser Geist, der macht, der regt mich sexuell. Keine Ahnung, warum der ist jetzt hier so. Ach, egal. Kaio, dieser Geist, der regt dich doch auch sexuell. Gib's zu. Nein. Total, oder? Nein. Ich merk schon. Da musst du selber durch. Ja, und ich schmeiße in eine Richtung, in die irgendwie gar kein Gegner ist. Ja, und ich habe ihn getroffen. Ich habe keine Ahnung warum, aber es ist so. Denn ich bin Wario. Mir ist es egal, ob ich einen Gegner treffe. Ich muss keinen Gegner treffen. Ja, und ich habe wieder Schaden gemacht. Ich weiß immer noch nicht warum, aber es ist halt einfach so. Denn ich bin Wario. Und ich möchte nur mal kurz anmerken, dass ich Wario bin und diesen Scheißdreck verfickten Gegner nicht töte. Gott! Wow! Ging der mir auf den Sack. Endlich. Meine Herren, ging der mir auf den Sack. Alter! Habe ich schon mal gesagt, dass der mir übelst auf den Sack ging? Schon so ein bisschen. Ui. Ja, Syrup Castle, genau. Denn hier ist das geheime Labor, wo der geheime Ahornsirup hergestellt wird. Und Wario will das geheime Rezept, denn es ist das beste Ahornsirup auf dem Markt. Und deswegen marschiert Wario hier ein, weil er das Ahornsirup haben will und daraus Wario-Sirup haben will. Herstellen will und somit reich werden will. Denn mir reichen ja die 99.000 nicht, die er schon hat. Ich habe mir gerade ein Video nebenbei angeguckt, wie jemand anderes den Boss killt. Das ist schön. Kai schaut sich währenddessen ein anderes Video an, wie ein anderer Typ den Boss wahrscheinlich jeder von 5 Mikrosekunden tötet. Also er ist nicht einmal dabei gestorben. Oh, das ist schön. Der ist von unten gegen diese kleinen Viecher gehüpft. Genau, das habe ich jetzt auch gemacht. Und dann hat er so ein Viech genommen und nach oben geworfen. Und damit hat er den Boss gekillt. Aber du killst den Boss nicht, wenn du mit diesem Viech in der Hand hochspringst. Habe ich zwar gemacht, aber ist okay. Nee, hast du nicht wirklich gemacht. Das sah alles ziemlich unkoordiniert aus. Das ist, ja, war so geplant. Sorry. Das war so geplant. Ja. Auf jeden Fall sind wir hier in Syrup Castle, wo Wario einmarschieren will, um das geheime, die geheime Rezeptur des geheimen Ahornsirup mit Petersilie zu bekommen. Oh yeah. Oh yeah. Mm. Alter. Lecker, schmecker Sirup. Ja, das ist mir schon klar, dass du auf Sirup stehst. Alter, ich hab keinen Bock mehr. Was bist du jetzt so aggro? Ja, der Boss ging mir übelst auf den Sack. Aber sowas von, ey. Ja. Ich würde mal sagen, meine Freunde, im nächsten Part werden wir uns hier um das Syrup Castle kümmern, die geheime Rezeptur erkunden und schauen, ob Wario seinen eigenen Sirupstand aufmachen kann. Also gut, Leute, das war dem Let's Play Wario Land Super Mario Land 3 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.